Servusle, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Unsere gemütliche Runde arg mit dem Voucher und mit dem Alderle. Und ihr seht schon, ich habe es wahrgemacht. Ich bin noch mal hierher gelaufen. Schaltet euch jetzt hier zu. Wir versuchen jetzt hier die Käfer zu bekommen. Die sind noch da. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Zähmvorgang ist. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal unser Tierle auf Anhalten und wahrscheinlich am besten auf Passiv, dass es nicht eingreift erstmal, oder? Glaube ich. Also dein Ziel angreifen mache ich erstmal weg. Ich mache es mal auf Passiv. Ich mach's mal auf Passiv und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den. Ich habe natürlich dieses Mal den Code dabei, ist klar. Ich will immer noch diese Dung-Beetles. Jetzt habe ich die AA auf der 0. Jetzt holen wir uns als erstes mal den kleinen. Vielleicht kriegen wir sogar beide geschnappt. Das wäre super. Wenn sie jetzt hier nicht runterglitschen. Ich bin da nicht so sicher. Lass mal kurz gucken, welcher ist denn da welcher. Hier ist der 10er, das heißt, ich würde bei dem anfangen. Und wenn ich es richtig weiß, hieß es, ich muss mich von hinten ranschleichen und dann die 0 drücken. Probieren wir es mal. Sieht aus wie ein Maikäfer, wie ein Deutscher, weißt du? Oh. Ich hab falsch gedrückt, Leute. Ich muss ihn wieder einsammeln. Ich muss meinen Code wieder einsammeln. Ich muss ja E drücken. Jo, das ging aber schnell. Aber es ist der Einser. Das haben wir ja gewusst, ne? So, Alter, jetzt probieren wir den Zehner noch zu kriegen. Oder ist der Zehner jetzt gerade sauer? Keine Ahnung. Also den haben wir schon mal. Jetzt kommt aber das Schwierige, glaube ich, an denen ist, dass wir die auch heimkriegen. Beziehungsweise, man hat mir gesagt, ich kann den aufnehmen. Jo! Ey, weißt du was? Dann reiten wir lieber zweimal. Dann kann ich die geschwind heimbringen. Dann haben wir sie sicher. Ich habe nämlich schon einen kleinen Zaun aufgebaut, wenn ich sie auf dem Ravager reiten kann. Servusle, ich hol dich gleich, Alterle. Bleib da. Weil die Stelle finde ich jetzt bestimmt wieder. Pass mal auf, Leute. Ja, guck mal. Wir können den geschwind heimbringen. Coole Geschichte. Also, Ravager, man darf aber, glaube ich, keinen Balbdog auf dem Buckel haben, ne? Jetzt habe ich Balbdog gesagt, wie sie es gehört. Seid ihr überhaupt da? Ich habe Servusle gesagt, gell? Ich bin natürlich hier in der Wildnis doch ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch den grünen Rucksack gefunden, der mir als Wegbeschreibung genannt wurde. Natürlich so ein ganz kleiner Mini-Rucksack, ne, hinter einem Stein. Ich habe, glaube ich, nach was Größerem gesucht. Ja, komm. Jetzt muss ich halt mal. Was ist denn das da vorne? Ach, das ist diese Zipline. Das sah gerade aus, als wären das zwei riesen Tentakeln, die da rumeiern. Hier ist die Brücke, ne? Die Brücke der Orientierung, meine Lieben. Hier vorne irgendwo rechts ist der Rucksack gewesen. So, meine Lieben. Jetzt bringen wir den heim. Dann holen wir uns echt noch den zweiten, würde ich sagen. Das sollte man schon tun, wenn wir schon mal Glück haben hier. Ich glaube, wir müssen rechts rum. Von wegen, ich kenne den Weg, Alterle. Jetzt habe ich schon gedacht, wir werden angegriffen. Also die Wildnis ist mir natürlich immer noch so ein bisschen ungeheuerlich. Ist aber auch klar, denke ich. Da passiert ja ständig was. Wir sind ja auch noch nicht zu Hause, ne? Ich bin übrigens, vorhin habe ich mich verlaufen, als ich die Stelle gesucht habe. Der nächste klassische Hinweis, dass ich nicht weiß, wo wir sind. Das sind Bienen. Da vorne ist doch Licht. Da sind wir bestimmt daheim. Pass mal auf. Und dann bin ich in die falsche Richtung gelaufen, Leute. Da gehen wir den nächsten Ausflug machen. Da ist so eine Schlucht, eine etwas breitere Schlucht. Die führt, glaube ich, auch in ein helleres Gebiet. Und da waren ganz viele Raptoren. Da gehen wir auf jeden Fall mal gucken. Hier vorne ist doch unser Träger, Leute, oder? Pass aber auf, hier ist ein Kakinus rumgelaufen auf dem Herweg. Da unten dürfte unser Fluss sein, rechts. Und hier drüben müsste unser Zuhause sein. Ja, Spitze. Wir sind da, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der da raus kann. Ich habe nämlich nur so einen Zaun aufgebaut erstmal. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie wir das alles machen und lassen werden. Schauen wir mal, ob noch alle leben. Ja, Wunderbärle. Wunderbärle, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Ah ja, guck mal. Unser Spinole ist auch schon fast ausgewachsen. Guck dir das an, Alter. Da ist nicht mehr viel, ne? Da ist nicht mehr viel. Da haben wir aber noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Ich glaube, eine gute Stunde, bis er Zuwendung braucht. So. Und den würde ich jetzt aber jetzt dann schon hier so absetzen wollen, ne? Was frisst denn ein Dungbeetle? Ich hoffe, der frisst. Frisst der auch den Kack? Nee, ne? Biedele, Alterle. Ich muss ihn auf Wandern stellen, das weiß ich. Das heißt, loslassen erstmal. Gehen mit F ins Inventar. Also gut, Leute. Wir haben ihn hier. Frisst der Bären? Weiß das jemand? Oder frisst der AA? Ich warte mal kurz. Ich kann mal ganz kurz in der App schauen. Sorry, soweit habe ich mich jetzt natürlich wieder nicht informiert. Kennt er ja von mir. Steht es da dabei, was der frisst? Das steht nämlich nur zähmen. Ach, man kann ihn übrigens auch mit Spoiled Fleisch zähmen. Braucht man halt eine doppelte Menge fast.
Wo steht denn jetzt hier? Das steht da, glaube ich, gar nicht dabei, was der frisst, gell? Ich hoffe halt mal, dass wir... Ich mache ihm einfach mal jetzt hier ein paar Beeren rein. Das da wird er vielleicht essen hier. Das kann sein, dass er das vielleicht frisst. Keine Ahnung, ich gucke einfach nachher nochmal gemütlich nach. Wir holen uns jetzt den zweiten. Jetzt würde ich aber schon sagen, wir machen mal hier auf... Wir machen den auf Wandern, oder? Wir machen den auf Wandern. Wandern aktivieren. Weil dann sehe ich nämlich jetzt auch erst, ob der Zaun gut ist oder ob er da drüber kommt. Ja, Baby, alles gut bei dir. Alles gut bei dir. Schön. Jetzt pass auf, Leute. Unser Mr. Dung Beetle. Du kommst mir nicht den Zaun rüber, ne? Das wäre das Wichtigste eigentlich. Ich würde auch sagen, wir geben ihm mal die kleinen AA-Häufchen rein. Guck mal, der Alterle kommt nicht mal rüber. Also dann darf der auch nicht rüber kommen, oder? Machen wir die Kleinen mal rein, Leute. Die Kleinen ist der... Hat er jetzt selber Kackerle gemacht? Dann kannst du deinen eigenen Code verwerten, Alter. Die Vierer nehmen wir nochmal mit, die Großen. Ich muss hier nochmal umschalten, dass ich auch weiß, wo wir zeitlich stehen ungefähr. So, der Kollege ist auf jeden Fall da. Jetzt habe ich schon mal AA reingemacht. Ich muss nichts machen, glaube ich, aktivieren oder so. Jetzt werden wir mal sehen, Leute, ob der hieraus tatsächlich Öl macht. Ja, komm, wir holen den zweiten noch. Gehen wir nochmal kurz hin. Wie viel Uhr haben wir denn? Dass wir in die Nacht reinkommen? Nee, passt gut. Wenn wir die Stelle gleich finden, passt, dann haben wir zwei von den Dung-Beetle-Typen. Dung-Beetle. Und dann haben wir das zumindest schon mal erledigt, weil das war mir nicht unwichtig. Achtung, Piranhas, ne, Alterle? Oh, hol dir mal Wasser. Du hast nämlich nichts mehr zum Trinken, habe ich vorhin gesehen. Und ess was. Und jetzt nicht auf die Null drücken. Keine Wasserpilze drauf, mein Freund. Ist nicht zum Verzehr geeignet, ne? Jetzt weiß ich, warum das immer so draufsteht. Ich dachte immer, wer wird schon seinen Kot essen? Aber logisch, Alter, wenn du ihn auf der Null hast, drückst du mal geschwind aus Versehen drauf und dann war's das. So, ein bisschen die Augen wieder aufhalten in der Wildnis. Und dann werden wir mal gucken, Leute. Wir werden jetzt verschiedene Ausflüge machen. Ich würde sagen, so, also mindestens alle zwei Folgen ab in die Wildnis, dass wir die Umgebung kennenlernen, ne? Hier gibt es nämlich ganz viel zu entdecken. Und da hinten raus will ich auf jeden Fall noch gucken, am Fluss entlang. Diese breitere Schlucht, in die Höhle wollen wir nochmal rein. Das machen wir jetzt immer schön im Wechsel. Ein bisschen Base ausbauen. Und wenn wir natürlich irgendwo ein Dino herbrauchen, dann machen wir eine 10-Runde zwischendrin. Ansonsten immer wieder mal Ausflüge, dass wir die Map kennenlernen. Ich werde auch demnächst uns einfach mal, ja, so... Ja, wie soll ich sagen, so halbherzig herrichten. Ne? Also wir nehmen ein bisschen was mit und dann gleiten wir einfach mal in das blaue Biom rein. Balddog auf dem Buckel und einfach mal reingleiten, gucken, was passiert. Mit, wir werden natürlich sterben wahrscheinlich, ja. Das ist aber kein Problem, das kann man mal. War das hier? Ne, ich bin falsch, gell. Ich glaube, ich bin zu früh abgebogen. Er geht trotzdem mal runter hier. Hier waren von Ravagers, glaube ich. Pass auf, Alter. Oh, das, wir sind falsch, wir müssen um den Felsen rum. Und jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, gell? Ja, dann laufen wir weiter. Dann laufen wir weiter. Wer weiß, was wir hier noch entdecken. Kann sein, dass ich komplett außen rum muss. Hier, das habe ich vorhin mal getestet. Also man überlebt tatsächlich solche Stürze locker. Ohne Abmounten mit dem Ravager. Wunderbärle. So, das Gasthema müssen wir uns auch mal noch angucken. Jetzt kann es sein, entweder sind wir jetzt hier richtig und da hinten links ist unsere Stelle. Oder wir sind komplett auf der falschen Seite. Eins von beidem. Nee, nee, hier ist der Stego. Ah, ein guter Stego-Haufen lässt sich natürlich jetzt auch nicht hier, ne? Können wir nicht verschmähen. So, kommen wir noch ein Stückchen näher ran, dass ich dich gleich hab, falls nochmal ein Kanu spawnt. Und dann holen wir uns den 10er Käfer noch, wenn es klappt. Wenn er noch da ist überhaupt. Da ist er, Leute. Da ist er. Jetzt, was, ich probiere es wieder mit Schleichen. Ich weiß nicht, ich habe es halt gelesen mit Schleichen. Oh, doch. Boah, der geht aber auch schnell. Der geht aber auch schnell, ein 10er. Jetzt ist er schon Level 14. Wieso rennst du noch weg? Ist bei dir noch Wandern aktiviert? Alterle. Vielleicht stehe ich mal auf besser. Was ist denn bei dir gerade das Problem, Alterle? Aktiviere Wandern? Nee. Wieso? Ich nehme mal auf. So. So, Leute, dann haben wir zwei Stück. Jetzt schauen wir mal, wie schnell die überhaupt das Öl produzieren. Ob man da lange warten muss drauf, das weiß ich ja alles noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zurück und dann können wir eigentlich heute, da ich nichts Spezielles geplant habe, außer die Geschichte und die gerade recht schnell läuft, können wir heute mal hochgehen und schauen, ob wir das Ravager-Rudel weggeklatscht kriegen, das gegenüber auf dem kaputten Brückenstück ist. Da würde ich, glaube ich, mal das komplette Rudel einfach jetzt mitnehmen. Weil die sind nicht so hoch im Level, dass wir da freie Bahn haben, wenn wir die Exploration-Runden da oben angehen, weißt du? Dann haben wir das schon mal aufgeräumt. Und für morgen würde ich dann tatsächlich mal wieder ein bisschen, das können wir auch machen, bevor wir hochgehen, schauen wir noch ein bisschen in den Engrammen nach. Und dann bereite ich demnächst hier die Tour ins blaue Biom vor, runter und einfach mal geguckt, ob wir Dings bekommen, blaue Edelsteine. Und dann mit den Kletterhaken wieder hoch. Wenn wir es überleben, ist gut, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann waren wir mal unten und haben es erlebt.
So werden wir uns jetzt Stück für Stück die Map hier ranholen. Jetzt bringen wir aber erstmal das Käferleheim hier. Hahaha. Seit wann läufst denn du? Kannst du nicht mehr fliegen? Keine Ahnung. So, dem Licht entgegen, meine Lieben. Perfekt. Wir können dann nochmal schauen, ob es demnächst nochmal... Oh, den Kakinosattel, aber ich habe keine blaue Kristalle. Da müssen wir tatsächlich nochmal schauen. Ha, das Baby hat auch so ein bisschen meinen roten Faden durcheinander gebracht wieder, ne? Weil da hängst du dann da dran und dann wächst es plötzlich so schnell. Das liegt aber bestimmt an diesen Einstellungen, ne? Dass ich 10 auf 5 habe. Ich gehe davon aus, dass es auch aufs Babyzeugs zugreift, dass das so schnell geht, weil ich habe teilweise... Ich habe nur einen Zyklus, wo ich mich drum kümmern muss, bis jetzt. Was hat denn das gewollt? Lass mich nochmal überlegen. Es wollte, dass ich spazieren gehe. Oh, guck mal, der Kollege hier. Pass mal auf, ich hau dich mal kurz hier auf den Boden, weil ich habe nämlich hier was gesehen. Hi, Abusale! Hätte ich auch mit dem Ravager kurz machen können eigentlich, ne? Egal. 18 Öl. Ich darf es, glaube ich, nicht mehr... Wollte gerade sagen, wo kommt denn der her? Den kenne ich doch. Servus, ist unserer. Ist unserer. So, wieder was geschafft, Leute. Wieder was geschafft. Spino sage ich schon. Welches Level hast denn du? Weil so einen großen Stego hätte ich schon auch gern. Oh, ich kann gar nichts bedienen gerade. Okay, solange man halt den Begleiter wahrscheinlich hier vorne drauf hat, kann man kein Fernglas zücken. So, der Ding ist weg, der Kakinos. Der ist nicht mehr da. Da hätte ich auch gern noch einen großen, Leute. Sollen wir mal runter gucken, geschwind? Da hätte ich halt schon gern einer, der über 100 ist, dass man mit dem da auch mal da drüben die dunkle Wasserstelle hier untersuchen können. Weil mit unserem traue ich mich da nicht runter. Ich kenne natürlich das Verhalten, das kann auch sein, dass der... Jetzt ist der Spino doch schon ausgewachsen, oder? Ja, er ist fertig, Leute. Sie ist fertig, Leute. Ha ja, ist sie fertig. Das ging aber arg schnell. Können wir sie zu den anderen stellen? Das war's, ausgezogen. Weißt du, Ranzen voll gefressen, 18 Jahre und ist ausgezogen. So, hier habe ich den Kumpel mitgebracht. Lass mal gucken, hast du schon Öl gemacht für uns? Nö. Hey, muss ich dem jetzt noch was dazu reinlegen? Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er auch nur aus den Vierern Öl. Der kann jetzt kein Vierer mehr tragen, ne? Das ist natürlich doof. Ich weiß auch nicht, was der isst. Aber er isst scheinbar. Vielleicht isst er tatsächlich Bären. Ich erkundige mich mal, was die fressen. Dann werde ich mich nochmal ganz genau schlau machen, wie das öltechnisch ist, dass wir schon mal parallel jetzt hier Öl durchlaufen. Weil wandern habe ich ihn gestellt, ne? Wie sieht es bei dir aus? Ne, nicht immer aufnehmen, Alterle. Lass den mal jetzt in Ruhe. So, dir haue ich jetzt auf jeden Fall mal... Würde ich sagen. Ach, der kann nur den einen tragen. Der kann nur einen tragen. Jetzt habe ich es kapiert, Leute. Also da muss ich ein bisschen Auge drauf halten und auf Gewicht skillen. Ganz klarer Fall. Habe ich verstanden. Gib mir mal... Hol mal ein paar Bären, Alter. Ich muss den noch umstellen. Ich habe es vergessen. Wahnsinn, was wir hier alles machen. Ich habe übrigens vorhin auch, als ich die Stelle wieder gesucht habe, eine Schnecke gesehen. Die hieß dann auch wirklich Tina. Die hieß dann auch wirklich Tina, die Schnecke hinten raus. Diggerle, was auch immer du hier machst. Was auch immer du hier machst mit deinem 1er Level. Geschlecht, der hat kein Geschlecht, Leute. Das heißt, die kann man auch nicht züchten, ne? Es kann natürlich gut sein. Es kann natürlich gut sein, dass der nur die großen Kothaufen umwandelt. Das weiß ich nicht. Kann ich dir noch ein paar Bären hier reinmachen? Jo. Jetzt ist er halt gewichtstechnisch. Ich mach dir auch mal von denen noch welche rein. Die mögen nämlich eigentlich alle Bärenfresser. Jetzt schau mal einfach mal. Ich stell den auf Wandern, Leute. Verhalten... Aktiviere Wandern. Schön, guck mal die Farben. Also da wird es jetzt, da muss man mal gucken, wenn es da noch mehr Farben gibt, hole ich mir von jeder Farbe einen. Wie sieht's aus mit dem Wandern? Ich habe euch auf Wandern gestellt, ne? Greife Ziel an, ne? Das soll ja eigentlich nicht. Pass mal auf, dann gehen wir hier nochmal auf Verhalten. Passiv, würde ich sagen. Hier das gleiche Spiel. Nicht, dass die da losrennen und dann, die sind ja mit einem Hubs kaputt. So, aber auf Wandern seid ihr jetzt, ne? Wandern, deaktivieren. Ja, das passt schon. Ich glaube, dass der Zaun... Müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Ansonsten muss ich das Gehege umbauen. So, das Thema haben wir erledigt. Ja, komm, Baby, dann darfst du mal ganz kurz mit hier mit uns. Folge. Dann darfst du natürlich hier vorne mit auf den Vorplatz. Wenn du schon groß bist jetzt. Komm zurück. Hier sind wir. Hier. Stück. Komm. Ja, so wurde das dem Baby ein Stück. Ja, komm, jawohl, komm mit vor, Alter. Schön, jetzt haben wir drei riesen Spinos hier rumstehen, dabei bin ich noch nicht mal, ich bin ja eher so der Stego-Typ gewesen, ne? Boah, Alter, aber so richtig hilflos wirkt sie trotzdem noch, guck mal. Oh, schön, da gibt es vielleicht blaue Edelsteine, die sammle ich kurz ein, die Sachen, ich darf sie nicht mehr liegen lassen, Leute. Ich muss die einsammeln, die Dinger, weil momentan die einzigste Lieferaktion, die ich bekomme für blaue Edelsteine. Aber jetzt reicht es hier mit Folgen, weißt du? Sonst haust mir nämlich nachher vielleicht noch ab.
Einer anhalten. So, wo sind meine Päckchen? Hallo? Wo sind unsere Päckchen? Da hinten. Sammeln Sie die Päckchen ein! Naja, ich könnte natürlich auch gucken, was ich einsammle, aber man kann ja irgendwie alles noch gebrauchen. Da hinten unsere Käferlen, weißt du? Haben wir eine Käferzucht. Ja, finde ich der Hammer. Finde ich der absolute Knüller. Schön, dass das geklappt hat, aber ich war trotzdem noch nicht im Biom unten. Das ist so ein bisschen... Ja, die Ehre, ne? Also wir müssen tatsächlich runter. Erstens mal gibt es blaue Edelsteine unten. Und zweitens mal können wir nicht immer nur hier oben an der Oberfläche rumscherbeln, weißt du? Das war jetzt vielleicht nicht das beste Wort, das ich dafür rausgesucht habe. Rumkratzen. So, scherbeln. Oh, guck mal. Ich würde ja gerne wissen, ob du Öl machst. Vielleicht dauert es auch einfach nur 100 Stunden. Vielleicht hat er aber auch ein Ding, wo ich Öl einstellen muss. Aufheben, Optionen, Ernteeinstellungen, Verhalten, Optionen, Name ändern, freilassen, zurück. Nö, Leute. Naja, ich erkundige mich einfach. Die werden schon ihr Öl noch machen, die Jungs. So, dann haben wir das soweit erledigt. Jetzt könnte man eigentlich, also folgentechnisch habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Wir gehen jetzt einfach mal kurz das Rudel schnappen und gehen mal hoch. Die Engramme schauen wir dann morgen. Oder ich schaue mal offscreen. Irgendwas müssen wir bestimmt noch bauen, weißt du? Wir brauchen jetzt halt Material. Blaue Edelsteine für das kleine, für den kleinen Motor. Für die Ziplines habe ich noch nicht. Möchte ich noch probieren. So, wie sieht es bei euch folgetechnisch aus? Er folgt dir, du folgst uns. Pass mal auf, ich stelle die mal anders ein. Wenn wir jetzt darüber gehen und kämpfen, dann würde ich gerne auf dem 30er mit Sicherheit gehen, weil der ist noch ziemlich klein. Lass uns das mal kurz machen. Dann gehe ich auf den 30er drauf. Mit dem Alderle. So. Ja, dann räumen wir mal oben auf. Dann haben wir zumindest schon mal sauber gemacht. Ich hau dem jetzt Gesundheit drauf hier, dass er mehr länger lebt. Du hast jetzt den Sattel. Und du sollst auch nirgends mehr folgen. Einer folgt. Einer anhalten. Jetzt pass auf. Ich möchte auf ihm reiten. Das heißt, der Große soll uns folgen. Dann machen wir das mal. Stopp, kurzer Moment. So, nee, runter musste hier. Einer folgt. Und dann müsste normalerweise der 60er dem Großen folgen. Dann muss ich nochmal umsatteln. Ich hätte auch schon längst mal mehrere Sattel machen können, ne? So, hopfst du mal oben drauf. Alter, was ist denn los hier? So, ja, jetzt werden wir auf jeden Fall auch die Base ein bisschen ausbauen. Ich will da ein Dach drauf machen, die Tage. Schön abwechseln mit Exploration-Runden. Und dann sollte man eigentlich hier wunderschön vorankommen, Leute. So, jetzt pass auf. Labernet-Voucher, macht der Zeug fertig. Hier auch mal auf Gesundheit. So. Du solltest dann, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie habe ich es denn eingestellt. Auf dem 31er reite ich und der Große folgt ihm und er soll dem Großen folgen, richtig? Ja, so machen wir das jetzt. Nee, so. Folge einer. Jetzt muss ich nochmal runter. Ja, mit zwei Sattel wäre es natürlich ein bisschen flauschiger gewesen jetzt, Leute. Aber so ist es halt mal bei mir mit einem Sattel. So, wir reiten auf dem Kleinen, dann bringen wir nämlich den in Sicherheit. Und der folgt auch niemand, richtig? Richtig. Und dann gehen wir jetzt da hoch und machen dieses Rudel weg. So, meine kleine Süße. Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich mitkommen. Hallo? Habe ich jetzt wieder irgendwas falsch gemacht? Jetzt habe ich die gegeneinander folgen lassen, oder? Folge Ravager 61. Ravager 61 folgt niemand. Der muss uns normalerweise folgen. Pass mal auf. Einer folgt. Ihr solltet jetzt alle mitkommen, wenn es möglich ist. Okay. Warum sind die jetzt vor mich gesprungen? Wieso sind die jetzt vor mich gesprungen? So habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Kommt runter wieder. Du musst, glaube ich, schneller sein, wenn du mit dem Rudel unterwegs bist, oder? Nein! Ist das bescheuert? Ah, ich hätte... Nee. Leute. Leute. Jetzt renn. Ah, jetzt haben wir's. Kann das sein, dass das... Da muss ich bestimmt noch üben. Guck mal aber, wie sie da hinterher sausen. Das finde ich ja super. Alter, ist das cool. So, Ladies und Gentlemen. Hier müsst ihr ein bisschen springen. Alles klar, Leute. Ich sag's mal so. Ich hab's anders mir vorgestellt. Die springen nicht, wenn ich springen will. Oh, da war er wieder, der Voucher-Fail. Ich gehe alleine hoch, ich mache das Rudel allein schön weg. So, Hauptsache ein Haufen Content produziert hier und nichts erreicht. Doch, wir haben die Dummbeetle, Leute. Wo seid denn ihr jetzt? Leute, was ist denn los? Kommt mal mit raus. Ich habe gedacht, ihr hüpft. Wie konnte ich denken, dass die mitspringen? Wie konnte ich es nur denken? So, Alter, pass auf. Ich lasse es mal alles hier, wir nehmen nur den Großen mit.
Kennen wir jetzt nichts. Doch, Sattel war richtig. Sattel raus aus dem Lady Babe. Ich mache euch mal alle auf die Folgen. Das richte ich dann nachher wieder ein. Allerle. Wenn es dann nicht so klappt, wie man will, dann ist man sofort aus dem Konzept. Das ist total furchtbar. Einer anhalten, du auch. Einer anhalten. Sattel drauf. Dann machen wir zweites. Wir machen es immer zu zweit. Auch wieder so eine Wortwahl. Also manchmal habe ich. Jetzt merke ich selber langsam, was ich hier als für ein Zeugs rede. So, kurz nochmal anreiten, frisch, dass wir das Ding haben. Und jetzt ab. Alter Schwede. Ich dachte, die springen mit. Aber immerhin sind nicht wir runtergeflogen dieses Mal. Komm, wir haben noch 5 Minuten, Leute. 5 Minuten machen wir die Folge noch. In der Zeit hauen wir da oben schön die Ravager weg. Dann können wir da unsere Exploration-Runde machen, die nächste. Da sitzt was oben drauf. Ein 64er Pupsi. Ich glaube, der wartet, gezähmt zu werden. Den hole ich nachher ab, Leute. Den hole ich uns nachher ab. Hockt er da oben drauf, wie gut. So. Also. Jetzt ist die Frage, was mich mal interessieren würde, Leute. Das ist ja immer das Schöne mit der Kommunikation, die wir haben. Ihr spielt ja auch und ihr baut ja viel. Und der ein oder andere von euch ist ja schon auf der Map ein bisschen weitergekommen als ich, was ja kein Kunststück ist. Aber wo habt denn ihr so eure Hauptbasis dann aufgebaut? Im blauen Biom da unten drin, in dieser Höhle, in dieser Gruft? Oder gibt es oben noch schönere Stellen? Wo baut man denn seine Mainbase auf? Ich weiß nämlich nicht so wirklich, wie das dann nachher vonstatten geht, wenn man da unten ist und ständig hoch muss oder so. Unser Plätzle, das wir jetzt haben, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, ja. Ich möchte aber vermeiden, dass ich jetzt nur noch da rumeier. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass wir wirklich das zur Hauptbasis ausbauen. Also dann auch wirklich den Unterschlupf schön herrichten. Vielleicht sogar das ganze Ding so groß machen, dass wir später auch die Insel drüben mit einbeziehen. Diese kleine Insel, wo es dann in die Höhle geht und so. Dass wir wirklich ganz, ganz viel darum bauen. Oder ihr sagt, nee, Voucher, geht doch mal ein bisschen weiter, da kommen doch so schöne Biome. Ja, ich möchte da mal so einen Hinweis, wo auf der Map seid ihr? Mal die Koordinaten, mal den Namen vom Biom oder so. Würde mich tierisch interessieren, Leute, wo ihr eure Hauptbasis aufgesetzt habt. Weil ich bin ja noch nicht so tief im Spiel drin und möchte aber tatsächlich das bald angehen. Weißt du, dass wir wirklich einen Heimatort haben, wo ich weiß, hier kann ich mich jetzt austoben mit bauen. Jetzt pass auf, Leute, jetzt wird's interessant. Das Rudel ist doch normalerweise da drüben, ja? Jetzt müsste ich nochmal kurz gucken, ob ich es von hier sehe. Ob ich es von hier sehe vielleicht. 15er kriegen wir auf jeden Fall Blatt. Da braucht man noch nicht einmal. Den kann ich ja eigentlich schießen. 28. Kann ich die von hier vielleicht sogar schießen? Das wäre natürlich obercool. Problem ist, wenn sie runterfliegen, ne? Problem ist echt, wenn sie runterfliegen. Habe ich getroffen? Ich habe tatsächlich getroffen, oder was? Nochmal getroffen? Alter, ja gut, ich habe einen guten Moment gerade. Der buggt hier wohl. Ne, der buggt nicht. Scheiße, der springt runter, ne? Jetzt haben wir sie unten im Revier. Das habe ich mal fast gedacht. Das habe ich mal fast gedacht. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wo ungefähr sind die gelandet? Pack mal das Gewehr weg, Alter, dass ich was sehe. Guck mal, hier nur runter gucken. Die sind jetzt ins Wasser geflogen. Und im Wasser sind ja die normalerweise nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, wie tief es hier ist. Ich spring mal eher auf unserer Seite rüber. Hä, wir müssen jetzt gucken, dass wir sie wegkriegen, sonst kommen die irgendwann in die Base und machen die Kleinen weg, ne? Nee, weißt du was? Kein Riesen. Oh doch, komm, wir springen. Wir springen kurz ins Wasser, Leute. Wird jetzt schon nicht wie irgendwie ein Sarko gerade da unten rumdümpeln. Hier, das ist doch tief genug, oder? Komm, auf geht's. Super, und jetzt einfach nur rüber. Ja, manchmal habe ich schon ein bisschen Schiss. Ich bin halt vorsichtig. Ich will nichts verlieren, weißt du? Bis wir richtig aufgestellt sind. Wo sind jetzt die Ravagers hin? Da ist einer von denen. Komm da gerade angeschwommen. Ist natürlich jetzt fies. Da kommen beide angeschwommen. Den haben wir so gut wie. Voucher! Boah, ich bin mit dem Reiten und den ganzen Firmen, wenn ich hier die Dinger anhab. Wir müssten sie eigentlich beide packen. Wir sind vom Level so hoch. Willst du mich ins Wasser drängen? Im Wasser kann er nichts machen. Lass ihn in Ruhe. Das ist der Kampf der Titanen hier. Aber wir haben noch genug Gesundheit. Einen haben wir schon weg, Leute. Ja, super. Ja, dafür bin ich natürlich jetzt ein bisschen zu ängstlich gewesen für die Aktion. Das merke ich gerade schon selber. Hallo? Kannst du mir mal kurz erklären, wieso du mitgekommen bist? Habe ich dich nicht umgestellt? Schöne Farbe hast du. Komm wieder mit. Ich hoffe, der andere ist nicht schon auf dem Weg und schwimmt hier rüber. Und das sagen sie immer, im Wasser ist gefährlich. Guck dir den Käfer an. Guck dir den Käfer an, wie der das hier ganz allein managt.
Super. Also der Weg oben ist frei. Wir werden demnächst mal über die Brücke gehen. Ich will mal hinten schauen. Wir kennen ja jetzt den Weg unter der Brücke. Am Ende der Brücke. Habe ich ein Geräusch gehört? Ob wir da irgendwie Ziplines spannen können. Weißt du, dass wir uns da oben einen schönen Überweg basteln oder so. Schauen wir uns mal an die Tage. Bauen ein bisschen. Und dann müssen wir uns auf der Map bewegen, Leute. Sonst kommen wir nicht weiter, ne? So. Jetzt muss ich aber erstmal den Kollegen hier wieder wegbringen. Siehst du, dein Kumpel, der ist noch da, der Große. Der Kleine ist abgehauen sogar. Ein Level 1er. Ganz. Hat er Öl gemacht? Ich sehe nichts. Aber ich bin auch gerade nicht auf seinem Inventar gewesen. Ah, Leute, ich bin so ein bisschen verwirrt die Tage. Tut mir leid, das wird wieder besser, ich verspreche es. Also ich bin immer verwirrt, ne? Aber heute, die letzten 2 Tage, habe ich so ein paar Termine gehabt. Da kommst du als mit dem Kopf nicht ganz wieder raus aus der Geschichte. So. Ja, super, ein Haufen Öl hier produziert. Ich hau's um, Alterle. Ich mache auf Gewicht, ne? So. Au, das kann vielleicht auch sein. Nee, Öl ist nicht so schwer. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind wir zu schwer beladen. Bist du jetzt beleidigt oder was? Nee, ne? Du bist jetzt nicht beleidigt. Komm mal ein Stück weiter raus, wenn das funktioniert. Naja, der blöde Hund, der ist abgehauen. Der ist abgehauen. So, stopp. Ist ja gut von dir gemeint gewesen. Ich weiß das schon. Einer anhalten. Er befolgt die Befehle 1a, Leute. Ich mache auf Anhalten. Einer anhalten. So. Jetzt noch einmal, Diggerle. Wir müssen uns irgendwie arrangieren. Ah, Öl! Er hat 2 Öl gemacht, Leute. Aus dem kleinen Kacker. Und was hat er denn hier gebastelt? Dünger. Ach, Dünger hat er auch noch gleich mitgemacht. Ist das ein Wahnsinnstier? Ist das ein Wahnsinnstier? Und ich glaube, der hier, der steht nicht auf Folgen, oder? Auf Wandern. Wandern deaktivieren. Vielleicht muss man das ab und zu ein paar Mal aktiviere Wandern. Also sie kommen über den Zaun drüber, ne? Sind wir mal ehrlich, sonst wäre der ja nicht uns gefolgt gerade. So. Da waren 2 Öl drin. Jetzt geht's ab, Leute. Ohne zu bohren. Jetzt muss ich aber mal in den Großen reingucken nochmal. Der ist jetzt schon 15 hier. Aber der hat noch kein Öl gemacht. Aber der Kleine. Ich baue den am besten irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, Leute. Dass die uns dann halt nicht abhauen beim Wandern, ne? Wie machten ihr das? So, Leute, ich mache an der Stelle heute jetzt Schluss. Okay, es ist doch schon wieder Zeit geworden. War vielleicht heute ein bisschen holprig. Wichtig war mir tatsächlich in der Folge, die Beetles hier zu besorgen, dass wir Öl machen können, dass das schön parallel steigen kann hier. Gartenthema wird noch kommen, was die Baugeschichten angeht. Ne, jetzt werden wir als nächstes hier angehen. Bauen, Exploration-Runden habe ich schon angekündigt. Dann wisst ihr schon mal Bescheid. Unsere 3 Spinos, die werden wir wahrscheinlich vors Tor setzen die Tage. Als Torwächter. Oder hier innen drin halt am Tor. Je nachdem, wie das hier mit dem Bauen weitergeht. Ich verabschiede mich jetzt für heute und Freitagsrunde. Das heißt, wir kommen jetzt ins Wochenende. Genießt das Wochenende, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann ein bisschen organisierter. Dann habe ich schon wieder so das ein oder andere vorbereitet, was wir machen können. Das hat jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen gefehlt. Mir persönlich auf jeden Fall, weil es so angenehmer zu spielen ist für mich, wenn ich so ein bisschen schon alles vorbereitet habe und ungefähr weiß, wo es hingeht, ne? So, meine Lieben, dann bis morgen.